Absurd kompliziert konstruierte Maschinen für einen simplen Zweck. Darum dreht sich in der Knobelei Crazy Machines 3 alles. Kluge, kreative und vor allem geduldige Tüftler erwarten 80 Physikrätsel voller teils haarsträubender Kettenreaktionen, die es mit den wenigen zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln auszulösen gilt. Auf Hilfe darf man nicht hoffen, dafür auf jede Menge Nachschub. Dank Editor lassen sich Aufgaben selbst erstellen und mit der Steam-Community teilen. Zum Kinostart des im Harry-Potter-Universum angesiedelten Films Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, bringt Warner zwar kein passendes Computergame heraus, dafür gibt's die ollen Lego Harry Potter Games, die Jahre 1 bis 4 sowie die Jahre 5 bis 7 als grafisch aufpolierte Collection für PS4 und Xbox One. Und sie wirkt noch immer, die Klötzchenmagie. Tanzen, hampeln, die Hüften kreisen lassen. Ubisofts 2017er Ableger der 60 Millionenfach verkauften Just Dance-Reihe versetzt Konsolen und erstmals auch PC-Besitzer erneut ins Disco-Fieber. Und das ganz ohne teure Motion-Control-Systeme. Mehr als ein Smartphone nebst passender App braucht es nicht. Die Erfassung der Bewegung fällt zwar nicht ganz so präzise aus wie bei einer Remote oder Xbox-Kamera, senkt die Einstiegshürde für das Bewegungskaraoke aber ganz erheblich. 40 aktuelle Songs inklusive irrer Choreografie werden mitgeliefert, 200 weitere stehen über einen kostenpflichtigen Abo-Streaming-Dienst bereit. 5 Millionen Kopien wurden vom letzten Landwirtschaftssimulator verkauft. Jetzt gibt's den Nachfolger mit noch mehr Möglichkeiten, als Bauer oder Bäuerin digitale Felder zu beackern, eine florierende Tierzucht zu betreiben oder mit der Axt im eigenen Wäldchen zu wüten. Trotz Einweisung sind Hofaus- und Getreideanbau, Fuhrpark, Futter- und Dungmanagement sowie die Steuerung der 250 Maschinen nicht gerade leicht verständlich, sondern echte Arbeit. Immerhin haben die Trecker jetzt einen Online-Radiosender.